Ja, Leute, und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Und wir gehen direkt auf den Shop, wie wir sehen, 3 Sekunden noch knapp. Und dann ist er auch schon da. Nochmal gucken, was heute so reinkommt. Meisterlampe, neuer Stil. Den Skin kenne ich gefühlt gar nicht. Also entweder der ist sehr alt oder sehr neu. Okay, und plüschige Rabauke nochmal zurück. Hier sind auf jeden Fall, ich glaube, sehr seltene Sachen am Start. Alles im Hasenlook. Pastella zurück, Schnatterente. Interessante Sachen und vor allem sehr viel. Also richtig viele Ostersachen, kann man so sagen. Okay, mehr Angebote, tägliche Sachen. Das Zeug sieht nice aus. Fangen wir an mit Meisterlampe aus dem schicke Hase-Set. Wird also, denke ich mal, selten sein. Mit diesem Rückenaccessoire. Ja, wie gesagt, jetzt diese ganzen Ostersachen am Start. Gibt es hier in verschiedenen Stilen und scheinbar ist der dann neu. Ist der Stil auch neu? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Der Skin muss echt schon sehr lange nicht mehr da gewesen sein. Okay, dann gibt es hier noch dazu diese passende Hacke. Okay, so ein Dreizack. Das Zeug ist ganz nice. Plüschige Rabauke wieder da. Die muss auch schon echt sehr selten sein. Und hier gibt es noch einen zweiten Stil, dann gibt es noch den männlichen Skin, auch der mit Rückenaccessoire und dann gibt es noch die Hacke. Okay, ansonsten Häschenpaket, hier sind die ganzen Hasenskins drin, insgesamt 5 Stück. Und dann gibt es noch hier Rückenaccessoire und Hacke. Und ich sehe auch gerade Stilvorschau, also man kann die Stile noch anpassen, ah, Kapuze an, Kapuze aus. Okay, auch die Sachen dann nochmal am Start, ich denke mal alles so circa ein Jahr her, gehe ich mal stark von aus. Okay, Pastella nochmal am Start, für den Preis wirklich sehr, sehr nice. Dann Schnatterente, die gibt es noch in verschiedenen Stilen. Ansonsten Eileen oder Alien, auch die nochmal am Start. Entenhammer und darunter Entastig und ich sehe auch gerade, da ist noch der Webster am Start. Okay, ich denke mal alles so wie gesagt, knapp ein Jahr her und Finsterhase nochmal am Start mit Rückgaszaun und ebenfalls mit der Hacke. Verdammt viele Oster- oder beziehungsweise Hasenskins am Start. Eiersuche hier, passendes Emote zu Ostern und ja, der hebt die ganzen Eier auf und die fallen einfach wieder durch, weil hier halt so ein Loch drin ist. Ganz lustig. Stella nochmal am Start, auch ganz nice, kostet nur 800 und die Sprosshacke. Was gibt es denn sonst noch so? Hoppel, okay. Naja, der ist auf jeden Fall wieder ziemlich auffällig. Und im Schokoladenlook genau wie die Lackierung. Und Häschen hüpft noch eine Emote mit Vorbewegung. Okay, und ich glaube, nach dem Emote sollte es das dann gewesen sein. Und ja, hier ist der Hopper nochmal. Es ist echt verdammt viel Zeug am Start. Ich glaube, das war's aber, ja. Oh Mann, ist hier viel Zeug. Und was haben wir sonst noch? Tägliche Sachen. Das Paket mit den 2 Rückenaccessoires und Beastschützen in komplett schwarzen Look. Espen nochmal zurück. Und es gibt wieder mal 2 Ikone-Modes. Macarena mit der Musik. Ich glaube, das kennt auch jeder. Und genau. Synchrone-Mode. Auch ganz cool gewesen. Und Bürofahrt ist nochmal am Start. Ganz entspannt im Stuhl hier und Jazzende. Ja, und ich bin mal gespannt, wie lange die Sachen her sind. Ich gucke direkt mal nach. Okay, mir fällt gerade noch ein. Hier gibt es ja noch mehr Angebote. Die Sachen hier vorne sind ja auf jeden Fall 1 Monat her und die hinteren Sachen 3 Monate. Ja, und da gehen wir nach oben. Tägliche Sachen, so wie es ausschaut. Ja, alles nur so knapp 1 Monat her, wenn nicht sogar weniger. Und bei der Skin ist 2 Monate her. Okay, ansonsten die Sachen alle 371 Tage her. Und dann gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Sachen. Auch die Sachen, wie ich gerade sehe, 371 Tage her. Und auch die Sachen alle 371 Tage. Und diese ebenfalls. Also alle so ein Jahr her. Wobei hier unten die Hacke ist nur 118 Tage her. Okay, aber sonst fast alles ein Jahr her. Also schon wirklich sehr, sehr selten Ostersachen.